Die USA werfen China nach einem militärischen Zwischenfall über dem südchinesischen Meer ein zu forsches Verhalten vor. Laut der DPA kritisierte das US-Pazifikkommando das Vorgehen eines chinesischen Piloten am Dienstag als unnötig aggressives Abfangmanöver. Dem US-Pazifikkommando nach habe ein US-Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 am Freitag einen sicheren und routinemäßigen Einsatz über dem südchinesischen Meer im internationalen Luftraum durchgeführt. Ein chinesischer Kampfjet sei dabei direkt vorneweg geflogen und habe das US-Flugzeug so gezwungen, durch die Wirbelschleppe, also unsichtbare Turbulenzen des Jets, zu fliegen. Die können für nachfolgende Flugzeuge gefährlich werden. Von den USA, die auch ein Video von dem Vorfall veröffentlichten, hieß es: Wir erwarten von allen Ländern in der indopazifischen Region, dass sie den internationalen Luftraum sicher und im Einklang mit dem Völkerrecht nutzen. Während China praktisch das ganze südchinesische Meer für sich beansprucht, reklamieren auch die Philippinen, Vietnam, Taiwan und Brunei-Gebiete.